بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، herzlich willkommen, O du gute Seele, du, die dich entschieden hast, den Islam anzunehmen, du, die dich entschieden hast, auf dem Weg ins Paradies dich zu machen, deine Sünden zu reinigen und dich vom Höllenfeuer zu entfernen. Wir freuen uns, unsere Herzen sind voller Freude, wenn wir wissen, dass wir immer wieder Geschwister, Brüder und Schwestern neu in unserer großen Familie begrüßen dürfen. Wir freuen uns, dass du dich entschlossen hast, O du gute Seele, den Islam anzunehmen, dass Allah dir die Rechtleitung ins Herz gegeben hat und du bereit bist, die Rechtleitung anzunehmen, endlich. Nach so vielen Schwierigkeiten, nach so vielen Problemen, endlich die Erleichterung, der Islam. Lass dich nicht davon abhalten, was andere sagen, dass du vor Tausenden von Leuten die Schahada aussprechen musst, dass du vor dem Imam dreimal die Schahada sagen musst, ansonsten es nicht gültig ist, dass du mindestens einige Zeugen brauchst, um den Islam anzunehmen. Nein, nein, lass dich davon nicht abhalten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt so oft im Koran, dass er subhanahu wa ta'ala dir genügt als Zeuge. Ja, wenn Allah schon sagt, dass er dir genügt als Zeuge, wen brauchst du da denn noch? Deswegen, lieber zukünftiger Bruder, liebe zukünftige Schwester, möchte ich mit dir zusammen die Schahada aussprechen, damit du jetzt den Islam annimmst, damit du jetzt die Wahrheit annimmst, damit du nicht mehr weiter hinauszögerst. Was hält dich davon ab? Du hast einen Hund zu Hause? Das ist kein Grund, den Islam nicht anzunehmen. Denn wenn du den Islam annimmst, gibt dir Allah was Besseres. Eventuell ein Haus, wo du deinen Hund behalten kannst. Oder du hast eine Freundin, einen Freund. Allahu alam, vielleicht leitet Allah sie auch recht und ihr könnt heiraten. Du weißt es nicht. Aber das Wichtigste für dich, O du gute Seele, du, wo du dich entschieden hast, den Weg ins Paradies zu machen, rette dich vor dem Höllenfeuer als erstes. Rette dich vor der Bestrafung Allahs. Rette dich vor dem Schlimmen, was dich in der Ewigkeit plagen kann, dass dich Ewigkeit schmerzt, dass dir Ewigkeit Schmerzen zubereitet. Wir können nicht mal 5 Minuten, geschweige denn 30 Sekunden, unsere Hände auf eine Herdplatte machen oder 10 Sekunden in den Pizzaofen schauen. Wir können nicht mal diese Hitze aushalten oder wenn es 40 Grad ist, in der Wüste gehen. Subhanallah. Aber wie können wir das Höllenfeuer aushalten? Gar nicht. Und deswegen bist du hier und möchtest insha'Allah den Islam annehmen. Bezeuge die Shahada. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer aufrichtig mit seinem Herzen bezeugt und mit seiner Zunge, dass Allah der einzige Anbetungswürdige ist und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter und Diener ist, dem bewahrt Allah vor dem Höllenfeuer. Subhanallah, nimm diese Gelegenheit wahr, nimm das wahr und rette dich vor dem Höllenfeuer. Mach dich auf den Weg und entschließe dich jetzt, in diesem Moment, mit mir gemeinsam die Schahada zu sagen. Mach deinen Kopf frei von jeder Einflüsterung vom Shaitan. Sage diesmal nein. Ich werde heute den Islam annehmen. Ich werde heute zurückkehren zu Allah. Ich werde heute mich befreien vom Höllenfeuer, vom Shaitan und mich auf den Weg machen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt denjenigen, der zurückgeht, zurückkehrt zu ihm, der zurückfindet zu ihm, mehr wie eine Mutter, die ihr Baby in Feuer verloren hat und es zurückfindet. Subhanallah. Allah ist so barmherzig. Deswegen räume alle deine Gedanken weg. Mache all deine Gedanken fort.
Und du musst wissen, wenn du weißt und du verinnerlicht hast, dass Allah der Einzige ist, der anbetungswürdig ist, dass es neben ihm keinen Gott gibt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte der Propheten ist in der gesamten Prophetenreihe, und wir glauben an alle Propheten von Adam über Noah, über Moses, über Isa alaihi salam bis hin zum letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du weißt und verinnerlicht hast, dass der Koran die Vollendung der Offenbarung Allahs ist, dass es die Vollendung der Schriften ist, die Vollendung von Tora und dem Evangelium ist, und wir glauben an die Originalen davon. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat mit dem Koran diese Sache vollendet. Und er sagt, heute habe ich euch eure Religion vollendet und den Islam für euch ausgewählt. Und wenn du daran glaubst, dann bist du bereit, mit uns die Shahada auszusprechen. Dann, oh du gute, liebe Seele, lass uns gemeinsam die Shahada aussprechen und lass uns mit der Aufrichtigkeit die Shahada sagen, damit wir uns befreien vom Höllenfeuer und damit Allah uns unsere Sünden vergibt. Insha'Allah werde ich erst die Shahada auf Deutsch aussprechen und dann auf Arabisch sprechen wir insha'Allah diese Sache langsam zusammen aus. Und danach bist du insha'Allah Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ich bezeuge, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und nun auf Arabisch, insha'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله الحمد لله. Wenn du dies jetzt gesagt hast, bist du Muslim. Alhamdulillah. Wenn du diese Worte ausgesprochen hast, wurden dir nun alle deine Sünden vergeben. Und insha'Allah treffen wir uns im Paradies. Insha'Allah. Möge Allah dich ins Paradies führen, in das Höchste, in Al-Firdaus. Möge Allah dir helfen, deine Taten im Islam zu vervollständigen, zu vermehren, dass dich Allah subhanahu wa ta'ala hoch ins Al-Firdaus holt. Und ich möchte der Erste sein, der dich in unserer islamischen Familie begrüßt und herzlich aufnimmt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب العباد.